Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schminke ich mich mit dem schönsten Make-up, was es auf der Welt gibt, und zwar mit der Marke Florasis. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es ist echt wundervoll, wie schön diese Produkte aussehen. Das ist auch das erste Mal gewesen, dass ich, bevor ich das Video gedreht habe, die Produkte einzeln abgefilmt habe und euch da entsprechende Einblendungen zu machen werde. Der Wahnsinn. Und ich habe das unfassbare Glück, dass Florasis diese Kooperation mit mir macht. Also das ist echt krass. Also ich darf die Produkte testen und euch zeigen und euch einen Code nennen. Claudis X Flora gibt euch 10 Dollar Rabatt ab 100 Dollar Einkaufswert. Ich verlinke euch alles in der Infobox, schaut super gerne mal vorbei. Starten möchte ich mit dem Primer, da habe ich den Yurong Camellia Care Primer. Ich weiß gar nicht, warum ich den jetzt nach vorne halte, weil ihr seht ja eh gleich auch das Produkt eingeblendet. Das ist ein Produkt, was sie nicht nur feuchtigkeitsspendend ist, sondern auch Glow schenkt. Und das kann man theoretisch, ja, solo auftragen oder auch mit der Foundation vermengt auftragen. Das ist eine super angenehme Konsistenz. Das ist, würde ich sagen, auf Wasserbasis, ne? Und macht ein schönes, geschmeidiges Hautgefühl. Finde ich sehr angenehm. Bei der Verpackung der Foundation können wir direkt das sehen, was Florasis auch leben möchte. Nämlich Tradition von außen, aber von innen halt wirklich auch Innovation. Denn hier ist auch irgendwie super fein irgendwie Puder mit drin. Und ich hatte mir das ausgesucht in der Farbe L20, die ist aber zu gelbstichig. Und da hat Florasis schon direkt geschaltet und gesagt, na, wir schicken hier auch einfach mal die Farbe N20 mit, sodass ich die verwenden kann. Es soll eine Medium-Deckkraft sein, die aufbaubar ist, wenn man halt mehrere Schichten verwendet. Quatsch, das mit dem Innen und Außen habe ich irgendwie eben durcheinander gebracht. Eigentlich ist es Tradition feiern und innovative Produkte präsentieren und innere Balance und äußere Schönheit. Ja, also das sollte ich nochmal korrigieren hier. Innen, Außen, links, rechts. Ich habe jetzt zwei Pumper auf dem Gesicht, mache jetzt nochmal einen drüber. Das ist wirklich krass. Mag ich sehr gerne leiden. Schönes Finish, mag ich auch gerne in Kombination mit dem Primer. Sieht super gesund aus und echt natürlich, aber gleichzeitig halt so perfektioniert, mag ich. Kommen wir jetzt zu diesem wunderschönen Setting Powder. Und diese Verpackung soll auch so ein bisschen ja, das widerspiegeln, was damals die chinesischen Frauen verwendet haben als Puderdose. Ganz cool. Und ja, so sieht es aus. Und das ist, ihr seht es. Schön. Puffelding. Und dann habe ich hier ein loses Puder. Das ist super fein. Also ich habe hier auch so einen leichten Staub. Das ist krass. Hier sehen wir das einmal, ne? Und es fühlt sich so unglaublich gut an. Also es steht auch in der Produktbeschreibung, dass es ja Oil Control machen soll, aber nicht mattiert. Und es macht einen schönen Weichzeichner. Hui. An der Nase. Und das Puffelding kannst du natürlich super nehmen, wenn du so ein Touch-up zwischendurch machst, weil das hat nicht geweißelt oder so. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man Oil Control machen möchte, ne, dass man dann so in der T-Zone nochmal nachpudern kann damit. In dieser wunderschönen Eastern Beasts Make-up Sculpting Palette soll Ringelblume drin enthalten sein, was das Ganze halt auch Feuchtigkeitsspenden macht. Das sieht so extrem schön von außen und von innen aus. Also als ich das geswatcht habe, habe ich fast geweint. Ja, du kannst die Produkte als Blush Bronzer Highlighter verwenden, du kannst sie aber auch für die Augenbrauen verwenden oder auch als Lidschattenpalette. Man weint fast, wenn man da mit dem Pinsel reingeht, ne? Ich benutze es jetzt hier erstmal so ein bisschen, um abzupudern. Soll auch die Poren verschwinden lassen. Also ich sehe hier eine Schildkröte, dann sehe ich zwei Drachen, zwei verschiedene. Und ich sehe einen V, auch ganz interessant. Und dieser V ist auch hier außen auf der Verpackung abgebildet. Nur wenn man ganz, ganz nah an mein Gesicht rankäme, würde man sehen, dass ich Make-up trage. Ansonsten sieht es einfach so nach meiner Haut aus. Das ist Wahnsinn. Ich gehe jetzt hier unten auch in dieses Contouring Bronzing Powder rein, wo die Schildkröte drauf ist, und trage mir das entsprechend, ja, auf den zu konturierenden Stellen auf. Und es macht direkt einen Effekt, ne? Das ist sehr, sehr schön und sehr leicht anzuwenden. Ich verwende auch ein bisschen was von dem Blush, obwohl ich gleich definitiv noch andere Blushes hier drin habe. Und komm, weil wir ihn einfach jetzt hier mit drin haben, nehme ich jetzt auch schon mal so ein bisschen was von dem Highlighter auf. Ach, der. Den mag ich auch gerne. Da habe ich jetzt auch noch vorsichtig was rausgenommen, ne? Der ist auch schön.
Und jetzt kommen wir zu den ganzen Blushes. Ich habe sehr, sehr viele Blushes bekommen, beziehungsweise in der Palette ist ein Blush drin. Hier habe ich 2 bekommen und einen Blushleiter habe ich auch noch bekommen. Und Florasis setzt sich vom Firmennamen her aus Flora und Sister zusammen. Also quasi, ja, die Verbundenheit der Natur in Kombination mit Sister, also quasi die Weiblichkeit, die Sinnlichkeit. Richtig schön. Und hier habe ich 2 Blushes drin, die auch eher so ein bisschen cremiger sind von der Textur her. Das fand ich super interessant. Einen, der etwas rötlicher ist, den ich mir eigentlich auch ausgesucht habe. Aber da hat sich Florasis gedacht, nö, komm, Peach steht der Dame bestimmt auch richtig gut. Und deswegen haben die mir auch nochmal die Peach-Variante mitgeschickt. Und als ich den geswatcht habe, habe ich wirklich auch gedacht, den mag ich definitiv viel, viel lieber leiden. Und den möchte ich mir jetzt auch auftragen. Es soll tatsächlich wirklich auch ein Cream-to-Powder-Blush sein, der feuchtigkeitsspendend ist. Und den kann ich sogar über meine abgepuderten Base so auftragen. Mag ich gerne leiden. Ich habe jetzt ein bisschen viel drauf gemacht, aber hey, ne, wir sind hier nicht zum Spaß hier, Leute. Dann habe ich jetzt hier ein weiteres Produkt. Das ist das Twin Lotus Relief Luminous Glow Highlighter Produkt in der Farbe 02 Amber Glow. Haltet euch fest, wie wunderschön dieses Pressing ist. Wahnsinn. Also ihr seht es jetzt auch in der Nahaufnahme. So krass. Also das hätte es auch noch in einer champagnerfarbenen Farbe gegeben, aber ich habe ja schon einen Highlighter in der Make-up-Palette drin, aber ich wollte das einfach mal gucken. Und ja, auch hier, ich bin sehr pinselwaschfaul, ne? Das ist von Letizia Lehmark einer. Gehe ich rein. Oh, und den gebe ich hier so als Topping drüber. Oh mein Gott. Das ist jetzt so eine kleine, wow, Spiegelfläche. Da darfst du nicht drauf ausrutschen, ne? Das ist krass. Also wenn selbst der Augenbrauenstift wunderschön aussieht, dann sind wir bei Florasis angekommen. Ja, das ist auch irgendwie der, Moment, Luozidai Floral Eyebrow Define Powder Pencil. Da hast du 75% Puder drin. Sehr, sehr interessant. Deswegen war das auch ein bisschen schwer, den für mich zu swatchen. Der kommt auch immer mit einem Refill mit dabei. Und ich weiß gar nicht, welche Farbe ich mir ausgesucht hatte. Die MF05 oder die 01. Auf jeden Fall habe ich auch hier noch eine weitere Farbe zugeschickt bekommen. Wir haben ja auch ein Spoolie dran. Das finde ich immer total praktisch. Also das ist wirklich meine Augenbrauenfarbe, ne? Muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu doll aufdrücke, aber die MF05 ist wirklich perfekt bei mir. Wahnsinn. Gute Farbe, gefällt mir richtig gut. Jetzt kommen wir mal zu einem ganz besonderen Part hier. Wobei Blödsinn, eigentlich ist alles, was ich euch jetzt zeige, besonders. Das sind besonders schöne Produkte. Aber Leute, die Lidschattenpalette ist nochmal eine Schippe drauf. Floral Engraving Phoenix Make-up Palette nennt sich das Schätzelein. Ich habe die Farbe Gold Brown ausgewählt und das soll wohl angelehnt sein von dem, was wir hier drin sehen tatsächlich, an alle Vögel müssen eine Hommage an den Phönix geben. Frag mich nicht, ich kenne diese Parabel nicht, ich habe euch die tatsächlich sogar geswatcht. Oh, das tat mir so in der Seele weh, wirklich. So schöne Töne. Du kannst hiermit auch wieder einen Blush auftragen. Du kannst die Produkte als Highlighter verwenden. Den Ton hier außen kann ich mir auch wirklich als Augenbrauenprodukt vorstellen oder auch sogar als Konturprodukt. Wir verwenden sie jetzt als Lidschattenpalette. Herzlich willkommen ganz nah in meinem Gesicht. Ich mache jetzt so einen typischen Claudi-Look. Dafür gehe ich einfach zuerst in den allerhellsten Ton, trage den auf mein komplettes Lid auf. Setze mir dann den zweithellsten Ton in die Lidfalte rein, verdunkel mit dem dunkelsten Ton in der Palette meinen äußersten Außenpunkt. Dann kommt dieser schöne dunkeltürkise Schimmerton einfach an meinen unteren Wimpernkranz, habe ich mir gerade überlegt. Jetzt sieht das Ganze natürlich sehr, sehr dunkel aus. Ich möchte ein bisschen Helligkeit reinbringen und gehe dazu in den fast hellsten Schimmerton, der sich links neben dem Blush in der Mitte befindet und trage mir den auf mein bewegliches Lid. Ich glaube, mit dem Finger kommt er noch ein bisschen deutlicher raus, auch wenn ich dadurch einfach mehr das Pressing zerstöre. Ja, tatsächlich. Nach außen hin gebe ich mir diesen Kupfer-Gold-Schimmerton, der hier mit drin ist, auch wieder mit dem Finger und blende den dann so ein bisschen auch in das dunkle Braun hier mit rein, dass man so einen smoothen Übergang hat. Dann kommt jetzt der allerhellste Schimmerton, der sich rechts neben dem Blush befindet. Den setze ich mir in meinen Innenwinkel und unter meine Augenbraue. Auch das geht besser mit dem Finger, aber ich kann damit nicht so präzise arbeiten wie mit dem Pinsel, aber dann strahlt der einfach viel, viel mehr.
So, dann hätte ich jetzt bis auf den roten Schimmerton und den roten Mattenton alle Farben verwendet. Die kannst du auch super als Blush und Blushleiter halt auch verwenden, ne? Ja, das ist so ein typischer Claudie-Look jetzt mit dieser Palette geschminkt. Dafür habe ich jetzt 9 Minuten gebraucht. Easy. Also wirklich easy. Das Verblenden war ein bisschen schwieriger hier oben, aber, ne, ging. Also, habe jetzt auch nicht 5 Milliarden Pinsel verwendet, also nur 2 Stück. Easy, 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 easy. Mag ich. Voll gerne. Und das ist halt auch irgendwie so ein bisschen das, was diese Make-up-Brand auch macht. Also, so ein Produkt, was sie mitliefern, ohne es mitzuliefern. Sie bringen dir halt direkt ein Lächeln ins Gesicht, weil du die Produkte direkt schön findest, wenn du sie anschaust. Und ja, Lächeln, schönstes Make-up, in Anführungsstrichen, Produkt der Welt, was man haben kann und das Effektivste, um einen Menschen schön zu machen. So ist das halt. Und jetzt nehmen wir uns einen Eyeliner. Auch den gibt's dort und auch der ist wunderschön. Habe ich in der Farbe R02 und der hat halt genau so eine Spitze, wie ich sie liebe. Ne? Das ist so eine richtig schöne Pinselspitze. Oh, eine Kugel zum Schütteln ist auch mit drin enthalten. Wir haben nicht das schwärzeste Schwarz bei diesem Eyeliner, aber wir haben das auch schon wieder super simpel und blutet nicht aus, hat gut funktioniert, mag ich einfach gerne leiden, Eyeliner-Ergebnis, finde ich gut. Diese Mascara sieht zwar von außen aus wie eine reguläre Mascara, die einfach ein wunderschönes Packaging hat, aber dieses Bürstchen, ich kann das gar nicht definieren, ist das ein Kunstfaserbürstchen, ist das ein Gummibürstchen? Es ist ein total schmales, flauschig Bürstchen mit den kürzesten und dichtesten Borsten, die ich je gesehen habe. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, Stoff. Ganz interessanter Duft. Jetzt nicht unangenehm, ne? Es riecht so ein bisschen, wie wenn ich in irgendwelche Bürogebäude reingekommen bin, die relativ neu gebaut waren halt. Und da werden wir jetzt mal einen Blick drauf werfen, wie die auf den Augen wirkt. Also schauen wir mal, denn das ist jetzt einmal ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascara ist sehr, sehr geil, weil sie umhüllt die Wimpern mit Seide. Und ich habe noch nie eine Mascara gehabt, die gemacht hat, dass meine Wimpern so wenig verkleben, so natürlich aussehen, so viel Schwung bekommen. Klar, ich habe eine Wimpernzange verwendet, aber trotzdem, das habe ich noch nie gehabt. Und ich glaube, dass das hier die perfekte Kombi-Mascara ist für alle anderen Mascaren, die sehr viel Produkt enthalten, wie zum Beispiel die Nabla Vigis oder so. Das ist perfekt dafür und die trocknet enorm schnell und ich habe damit eine richtig krasse Verlängerung bekommen. Also das ist eine ganz, ganz aufregende, coole Geschichte. Also noch nie sowas gehabt. Total begeistert. Mega. Und ja, da sollen irgendwie 1000 Viecher dran sein, also diese Bömpel, wie heißt das? Fasern. Wow. Zu guter Letzt komme ich jetzt zu einem Produkt, was so schön ist, und zwar der Lippenstift. Das ist ein Love Lock Lipstick und das macht man sich so als Geschenk zu ganz besonderen Anlässen oder für Geschäftspartner oder so. Ihr seht eh das Bild in groß, warum mache ich so? Ich habe keine Ahnung, weil ich euch das die ganze Zeit zeigen will. Und jetzt macht es bei mir auch Klick im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Das macht auch Klick, haha. Als ich damals meinen Job verlassen habe, hat mein Kollege aus dem asiatischen Raum, in Thailand hat er tatsächlich gewohnt, mir genau so einen Lippenstift geschenkt, als Abschiedsgeschenk. Und hier haben wir eine ganze Geschichte auf dem Lippenstift drauf. Das ist so schön, Leute. Es sind Menschen hier abgebildet. Es ist eine Brücke. Es ist so viel zu sehen. Blumen sehen wir hier, Vögel sehen wir hier. Viel zu schön, um ihn zu benutzen. Ich trau mich nicht, ich trau mich nicht. Ich streiche gerade nur mit dem Lippenstift so an meinen Lippen entlang, ne? Den kannst du dir so mit den Fingern halt teilen und dann halt diesen Blushed Lip Look quasi machen, ne? Das sieht dann natürlich sehr natürlich aus. Ist mir aber zu wenig. Und so ist es dann jetzt auf die, ich sag mal, europäische Variante aufgetragen. Ich weiß nicht. Dafür brauchst du aber viel mehr Produkt natürlich. Ist aber total krass. Also sehr farbintensiv, aber auch sehr matt. Fühlt sich aber extrem leicht auf den Lippen an. Ich kann mir vorstellen, dass man den auch recht lange trägt. Also dass er dann auch relativ kussecht sein wird. Nee, ist er nicht.
Testen kann man es, ja. Aber das ist jetzt mein fertiger Look mit den Florasis-Produkten. Leute, was sagt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr braucht, wenn ihr dort bestellt, meiner Meinung nach, auf jeden Fall diese Make-up-Palette. Die ist der Hammer, also diese Face-Palette, ne? Weil du da Blush, Bronzer, Highlighter, Puder drin hast und du das halt auch so wirklich Multi-Use-mäßig verwenden kannst. Den Lippi, die gibt es auch in unterschiedlichen Farben, braucht ihr definitiv auch. Vielen, vielen, vielen Dank an Florasis, dass ihr mir den Code an die Hand gegeben habt für meine Follower und für diese wundervolle Zusammenarbeit und dass ihr dann tatsächlich auch aufgepasst habt, dass ich auch die richtigen Produkte bekomme. Ne? Und ja, ihr Lieben, schreibt gerne in die Kommentare, welches Produkt ihr jetzt am besten, am coolsten, am ansprechendsten fandet, am inspirierendsten. Und ansonsten, ja, wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!